Umfrage der Woche. Die kalte Jahreszeit kann schon mal aufs Gemüt schlagen. Das geht uns allen so. Doch genau hier kann ein jeder Einzelne auch ansetzen und sein Umfeld mit etwas Freude bereichern. Die beste Methode dafür ist, simpel wie effektiv, wenig Aufwand für großen Mehrwert. Aufgrund dessen haben wir uns in der vergangenen Woche in Hoyerswerda schon einmal umgehört und wollten von den Lausitzern wissen, welche Komplimente ihnen gut tun und welche sie gerne an ihre Mitmenschen weitergeben. Viel Spaß! Was ist das schönste Kompliment, was ihr je bekommen habt? Boah, dass ich gut rieche, glaube ich. Ja. Bei dir? Auch eigentlich so, ja. Dass ich munter und fröhlich bin. Gesund. Oh, du hast schöne Augen, glaube ich. Was ich bekommen habe? Ganz spontan. Keine Ahnung. Da gibt's doch bestimmt was. Ob Frau oder Kinder oder Freunde, Familie. Da sagt doch jemand mal, ey, du siehst doch richtig gut aus. Oder ähnliches. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich liebe dich vielleicht. Man freut sich über vieles. Über spontanen Besuch. Mein Sohn wohnt bei Frankfurt und da steht da vor der Tür. Ist spontan die vielen Kilometer gefahren. Das war eine super Überraschung. Also das schönste Kompliment kann auch einfach eine Begegnung sein. Aufmerksamkeit durch Besuche. Einfach so unverhofft, wo man nicht dachte dran. Ja, besser geht gar nicht. Ich bin gerade überfragt. Ja, überfragt, dass genau. Dass ich ein toller Mensch bin und hilfsbereit und sehr viel. Ja. Genau. Das war das schönste Kompliment. Kann ich auch nur bestätigen. Da gibt's da bestimmt was. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Was schießt euch in den Kopf? Wir aussehen wie Schwestern. Ja. Gar keine. Oh, Sie haben da bestimmt Komplimente bekommen. Von meinen Enkelkindern, ja. Was war denn da so? Meine liebste Oma. Wusste, auf sie kann ich zählen. Als erster in das Hall of Fame im Kongress Hotel aufgenommen worden, als Läufer. Als erster Läufer? Als erster in das Buch, was der Grüneberg hier, den Lauf Grüneberg kennen Sie doch. Direkt sagt mir das nichts. Aber das haben Sie als Kompliment wahrgenommen, dass Sie wirklich als erster da... Nämlich als Kompliment. Damit ich meine Ruhe habe und Sie auch. Dankeschön. Vielleicht, wenn jemand gesagt hat, dass du aussiehst, ob du abgenommen hättest. Ja, genau. Zum Beispiel? Ja, dass ich so blaue Augen habe wie das Meer. Dass meine Frau mich liebt. Ja, das ist einfach das größte Kompliment. Kannst du Sie vielleicht bitten, kurz mal neben Ihren Mann zu kommen? Das würde mich richtig freuen. Wir machen nämlich eine Umfrage zum Thema Komplimente. Und Pärchen sind natürlich prädestiniert für dieses Thema, denn am 24. ist nächsten Mittwoch ein Tag der Komplimente. Und da wollten wir mal fragen, was sind die schönsten Komplimente, die Sie je bekommen haben? Oder ein schönes Kompliment, wo Sie sagen, das war aber schön, da habe ich mich gefreut. Das war aber schön, du siehst jünger aus. Und bei Ihnen? Kann ich nicht sagen. Aber haben Sie... Goldstück, Mensch. Also es kommt gut bei mir an, wenn die Kinder sagen, Mutti, ich hab dich lieb. Ja, ich bin eigentlich noch ein bisschen reisefreudig gewesen. Und dann haben meine Kinder gesagt, oh Oma, ist das schön, dass du noch unterwegs bist. Da Sie jetzt aber hier gerade zu zweit sind, muss ich da fragen, haben Sie denn vielleicht ein Kompliment für Ihr Gegenüber? Sie für Ihre Mutter, Ihre Mutter für Sie, was Sie gern jetzt sagen möchten? Die Allerbeste. Die Allerwert, alles für mich. Ich bin gerade ein bisschen kränklich und da ist immer da für mich. Ja. Das ist süß. Dass meine Tochter die Allerbeste ist, die große Hilfe. Was habt ihr jetzt dem Gegenüber für ein Kompliment zu geben, jetzt in dem Moment? keine Ahnung. Trau dich. Ich mag dich sehr doll. Okay. Und du? Du siehst halt sehr gut aus. Habt ihr denn ein Kompliment für euch beide jetzt gegenseitig, jetzt in diesem Moment, was ihr euch denn vielleicht mal sagen möchtet? Ja, dass der tollste Ehemann der Welt ist. Ja, und ich kann sagen, dass die tollste Ehefrau der Welt ist. Beste Freundin? Schwägerin. Schwäger. Schwägerin, ja, unsere Männer haben denselben Geschmack sozusagen. Ja, oh, okay. Das ist super. Und habt ihr vielleicht ein Kompliment für eure Männer oder vielleicht auch gegenseitig, was ihr jetzt gerade loswerden wollt? Irgendwas Schönes, was ihr so im Petto habt? So schön, dass du immer für mich da bist. Ja, das kann ich nicht so. Schön. Ich habe keine Komplimente. Keine. Aber Sie sehen doch so glücklich aus. Na, trotzdem. Oh Gott. Nee. Ich bin heute für sehr schöne 3 Stunden Auto gefahren. Na, er ist mein Goldstück. Na, das ist doch was. Jetzt müssen Sie aber auch nach. Er weiß es aber eigentlich. Ist meine Liebste. Einfach loben, andere Menschen loben, ist was, ja, Angenehmes. Ich, von mir aus würde ich sagen, ich freue mich immer, wenn wir uns begegnen. Ne? Oder wenn wir uns treffen. Oder wenn wir bei den Eltern sind, beziehungsweise Schwiegereltern, dann verstehen wir uns.
Und haben Sie ihr etwas zu sagen? Etwas Nettes? Ja, ich habe bald Geburtstag und da freue ich mich riesig, wenn wir alle wieder zusammen sind und schön zusammen essen können. Da ist die Familie zusammen und das ist das Wichtigste.